Von Spinat als super Eisenquelle bis zur Frage, ob Karotten wirklich die Sehkraft verbessern können. Wer sich mit dem Thema Ernährung beschäftigt, stößt häufig auf einige fragwürdige Aussagen. Was stimmt wirklich? Und was ist nur ein Mythos? Wir bringen Licht ins Dunkle und prüfen die bekanntesten Ernährungsmythen in unserem Faktencheck. Bist du bereit? Mythos Nummer 1. Bananen führen zu Verstopfungen. Kommt darauf an. Das Geheimnis? Reif oder unreif? Reife Bananen sind reich an löslichen Ballaststoffen, insbesondere Pektinen, die den Darm reinigen und bei Durchfallerkrankungen hilfreich sind. Im Gegensatz dazu können unreife Bananen tatsächlich Verstopfungen verursachen, denn sie enthalten deutlich mehr Stärke als reife Früchte, die der Darm nicht so leicht abbauen kann. Mythos Nummer 2. Kaffee wirkt entwässernd. Falsch. Einer der bekanntesten Ernährungsmythen ist nichts anderes als genau das. Denn Kaffee kann sogar zur täglichen Flüssigkeitszufuhr gezählt werden. Mythos Nummer 3. Karotten sind gut für die Augen. Kommt darauf an. Karotten enthalten viele Vitamine, darunter Beta-Carotin, das der Körper in Vitamin A umwandelt. Ein entscheidender Nährstoff für unsere Augengesundheit. Er unterstützt das Sehen bei schlechten Lichtverhältnissen und schützt die Hornhaut. Allerdings können Karotten die Sehschärfe an sich nicht verbessern. Mythos Nummer 4. Spinat liefert viel Eisen. Falsch. Schockiert? Du kennst diesen Mythos bestimmt seit deiner Kindheit. Popeye, der spinatessende Trickfilmmatrose, der unschlagbar stark wird. 1981 wurde die Wahrheit über Spinat und seinen Eisengehalt ans Licht gebracht. Die damaligen Eisenmessungen waren um eine Dezimalstelle verrutscht. Mythos Nummer 5. Dunkles Brot ist gesünder als helles. Kommt darauf an. Es stimmt, dass Vollkornbrot gesünder ist als Brot aus Weizenmehl. Aber nur an der Farbe kannst du nicht unbedingt erkennen, ob es sich tatsächlich um ein Vollkornbrot handelt. Brote aus Weizenmehl können durch Einfärbung oder einen höheren Anteil an Kernen und Samen dunkler wirken. Auch die Kruste kann täuschen. Mythos Nummer 6. Fruchtsäure greift den Zahnschmelz an. Richtig. Ein leckeres Glas Orangensaft zum Frühstück, ein köstlicher Salat mit Essigöl-Dressing zum Mittag und abends ein Glas Wein. Vorsicht! Der regelmäßige Konsum säurehaltiger Lebensmittel kann Zahnprobleme verursachen. Die Säure erweicht den Zahnschmelz, löst Calcium und Phosphor aus den Zähnen und macht sie dünn und brüchig. Ein Tipp: Du kannst säurehaltige Lebensmittel mit calciumhaltigen, wie zum Beispiel Joghurt, kombinieren, um die Säure zu neutralisieren. Wir hoffen, wir konnten mit unserem Mythencheck etwas Klarheit in weit verbreitete Halbwahrheiten und Irrtümer aus der Welt der Ernährung bringen. Auf dein-neo.de findest du weitere spannende Impulse rund um das Thema Ernährung und Verdauung.